Hallöchen, hier ist mein Neuzugänge-Video für den Monat Februar. Es ist nicht so viel angezogen wie im Januar, lasst euch das gesagt sein, aber doch wieder ein paar Schätze. Wir starten mal gleich mit Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Habe ich auf eine Empfehlung gekauft. Ich muss gestehen, so richtig viel weiß ich noch nicht darüber. Die verschlungene Liebesgeschichte zwischen Thomas und Theresa gibt den Rahmen ab für einen der witzigsten und intelligentesten Romane der Gegenwart, der zugleich Leselust und höchste intellektuelle Ansprüche befriedigt. Ich bin sehr gespannt, bin wie gesagt nochmal durch jemand anderen darauf aufmerksam geworden, habe es mir gekauft, leider noch nicht gelesen. Dann durfte bei mir einziehen, das quasi aktuelle Werk zur aktuellen eigentlich Tour, momentan ja leider nicht, wegen Corona, von Patrick Salmon, Ekstase, ist doch auch mal ganz schön. Er hat wieder einen wahnsinnig motivierten, freundlichen Gesichtsausdruck vorne drauf. Ich finde das herrlich. Ich mag seinen Humor sehr, sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne seine kleinen Schnipsel quasi, seine Videos oder seine Poetry Slam Texte in Videoform angucken, weil ich seine Stimme unglaublich gern mag. Er hat so eine richtige rauchig tiefe Stimme. Da steht hinten drauf Geschichten aus dem Inneren. Partyhütchen. Und, was ich wahnsinnig toll finde, dieses Buch ist wie ein blauer Pullover. Es hat keinen roten Faden. Herrlicher Kommentar, und zwar von einem seriösen Literaturmagazin, wie es drunter steht. Und darunter nochmal ein Kommentar. Im Grunde sind Bücher auch nur elastische Bretter. Ein unseriöses Literaturmagazin. Also ich finde es herrlich, einfach die Aufmachung, wie er selber ist, wie er rüberkommt. Genau, seit kurzem auch sein Instagram-Account. Da ist jetzt vielleicht nicht ganz so viel los, aber das macht ja nichts. Ich mag ihn sehr gerne. Ich möchte ihn ganz, ganz bald unbedingt live sehen. Ich habe es leider verpasst, in München oder in Augsburg dabei zu sein, aber ich möchte ihn unbedingt auch mal live erleben. Und dann ist bei mir eingezogen noch so ein düsteres Buch eigentlich von Veit Lindau, Seelengevögelt, Manifest für das Leben. Und hinten drauf steht, ein Leuchtfeuer des wachen Geistes. Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf für den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Halt berührt, lass dich berühren, es lohnt sich. Vom Lebenshilfe-Punk. Ja, auch darüber habe ich schon sehr viel gehört, gelesen, mitgekriegt und deswegen möchte ich das jetzt auch endlich mal entdecken. Ich habe zumindest die Möglichkeit, es ist bei mir eingezogen. Ich freue mich sehr darauf. Auch eingezogen ist von Ken Mori Ikigai, die japanische Lebenskunst. Ich habe bereits ein Buch über Ikigai ungelesen. Schande über mich. Ikigai ist der Schlüssel für ein langes, gesundes und erfülltes Leben. Muss ich mehr sagen? Muss ich wirklich mehr sagen? Japaner leben außergewöhnlich lange. Dafür gibt es einen Grund, ein tief im japanischen Alltag verwurzeltes Prinzip, das die Japaner Ikigai nennen, was so viel bedeutet wie das, wofür es sich zu leben lohnt. Der Hirnforscher Ken Mori ist der erste Japaner, der Ikigai wissenschaftlich betrachtet. Er zeigt, wie es wirkt und warum es glücklich und gesund macht. Er erläutert aber auch anhand vieler Beispiele, wie man sein eigenes Ikigai finden kann und gibt authentische Einblicke in die japanische Kultur. Ich finde es wahnsinnig spannend, wunderschön aufgemacht aus dem Dumont Verlag und freue mich sehr darauf, auf den Schlüssel für ein langes, gesundes und erfülltes Leben, um zu wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Die Bücher sind zum Teil, nicht alle, aber zum Teil eingezogen aufgrund des Sturmes. Wenn ich mich recht entsinne, hieß dieses Sturmtief Sabine im Februar. Und ich war so ein bisschen gestrandet. Gestrandet klingt so negativ. Also ich bin nicht richtig nach Hause gekommen, weil bei uns hier ziemlich viel ausgefallen ist. Zum Teil sind ja nicht mal mehr Züge sonst wie gefahren und meine S-Bahn eben auch nicht. Deswegen musste ich da so ein bisschen über ziemlich viele Umwege. Ich glaube, ich habe am Ende über 3 Stunden heimgebraucht, aber ich bin irgendwie heimgekommen. Und zwischendrin bin ich eben gestrandet und hatte das Glück, in die Pasinger Arkaden zu gehen. Dort gibt es ein Hugendubel. Und ich war nicht darauf gefasst, dass an diesem Tag, genau an diesem Montag, dieses Buch hier erscheint. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe es mir schon irgendwann, wenn ich es dann sehe. Und dann habe ich es direkt an dem Montag gesehen und dachte mir, ich nehme es mit. Ja, ich nehme es mal gleich mit. Und zwar von Nico Rittenau und Sebastian Kopien, Vegan-Klischee-AD, das Kochbuch. Ich bin stolze Besitzerin dieses Buches. Ich bin auch stolze Nichtwisserin quasi, weil ich habe noch nicht viel reingeguckt. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht, ja. Auch da wieder, vielleicht Corona Times, maybe, ich weiß es noch nicht. Eigentlich lasse ich mich sehr gerne von Rezepten inspirieren, aber ich koche einfach auch schon sehr viel, einfach so frei Schnauze. Und momentan ist es so, ein paar Dinge habe ich auch von anderen Menschen gelernt und denke mir so, ach wie schön, ich habe das übernommen und habe das so mir angeeignet. Einfach so mal ein Rezept annektiert quasi und mache die sehr gerne.
Und ansonsten bin ich nicht so richtig der Rezeptetyp, aber ich will zum einen das unterstützen und zum anderen natürlich eben auch Inspiration finden. Und Nico Rittenau hat ja auch Vegan Klischee AD geschrieben, ein herrlich wissenschaftliches Buch über das Thema Vegan, vegane Ernährung. Und deswegen steckt hier ja auch viel Wissen drin. Das ist nicht nur einfach irgendwelche Rezepte, die irgendjemandem schmecken und die sich jemand überlegt hat, sondern die haben auch sehr viel Substanz quasi. Die sind tief verwurzelt im Wissen und verankert. Ich freue mich darauf, daraus etwas zu kochen. Vielleicht habt ihr ja Lust, gerade in diesen Zeiten mal was Neues zu entdecken, euch für die vegane Ernährung zu interessieren. Ich kann euch nur sagen, ich bin super glücklich und fit damit und es ist herrlich. Es tut irgendwie nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Apropos der Seele gut, tut auch dieses Buch. Es heißt Vielleicht. Es ist geschrieben von Kobi Yamada und illustriert von Gabriella Barutsch, ich weiß nicht genau. Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Die Illustratorin ist auch auf Instagram und ich folge ihr, seitdem ich dieses Buch habe und ich finde es wahnsinnig schön. Es ist nicht nur so schön gestaltet, also inhaltlich so schön, sondern einfach auch so, so schön illustriert. Ich liebe es. Es ist nicht besonders dick, es ist großformatig, es ist eigentlich vielleicht eher für Kinder gedacht. Ich finde es trotzdem herrlich. Ich finde es einfach wunderschön. Ja, auch dieses hier gerade mit allen möglichen Dingen, die in Gläsern sind, die man so für sich in so Einmachgläser packt und die man behalten möchte. Ich finde es richtig schön. Also vielleicht habt ihr mal Lust, da reinzuschauen, wenn ihr es entdeckt. Und vielleicht ist es aber auch direkt irgendwas, was ihr. Oder das hier. Ganz viel weiß und hier steht nur, du könntest scheitern. Und dann wird aber aufgezeigt, was alles passieren kann, wenn man nicht scheitert. Oder dass man eben vielleicht Mut haben sollte, die nächste Stufe zu nehmen und dass man wieder aufsteht und losgeht. Und dann malt sie hier unten diese Treppe und dann geht sie hier auch hoch. Ich finde es herrlich. Wirklich. Ich möchte es nicht missen und ich muss gestehen, ich wollte es eigentlich erst verschenken. Jetzt weiß ich noch nicht genau, ob ich es überhaupt noch hergeben möchte. Ja, das waren damit die Bücher für den Februar, die bei mir neu eingezogen sind. Ich zeige euch natürlich aber auch noch die Bücher für den März bzw. April, die eingezogen sind. Aber bis dahin, lest schöne Bücher, schreibt mir sehr gerne, was ihr so an neuen Büchern entdeckt habt in letzter Zeit, vielleicht auch, was ihr schon gelesen habt und ja, lasst uns da ein bisschen austauschen. Vielleicht kennt ihr auch das eine oder andere Buch schon. Oder seid jetzt darauf gespannt und habt es euch direkt mal bestellt. Ich freue mich, von euch zu hören. Und auch, wenn ihr wieder damit dabei seid, beim nächsten Video. Bis dahin, lest gute Bücher. Tschüss!